So, herzlich willkommen heute zu meinem heutigen Video über diesen neuen schönen Neo-Roller, den ich mir letzte Woche zugelegt habe. Das soll jetzt kein kompliziertes Video werden, in dem ich euch viel über technische Details oder sonstiges erzähle, weil das könnt ihr euch alles auf der Seite von Neo angucken, das ist alles super gut beschrieben, sondern das soll tatsächlich ein kurzer Erfahrungsbericht sein von der Realität und von der Praxis, wie es wirklich aussieht. Dieser Roller ist für eine Person zugelassen, das sogenannte M-Modell, und ist ungefähr mit 45 bis maximal 52 km/h unterwegs. Ich habe es getestet, bergauf und bergab. Bergab 52 bis 53 ist durchaus realisierbar, je nachdem, was für ein Akkustand im Endeffekt bei dem Roller gerade am Start ist. Oder bergauf muss man sagen, maximal 30, 40 km/h schafft er, 50 bergauf wäre utopisch, das schafft der kleine Roller hier auf gar keinen Fall. Liegt aber auch daran, weil dieser kleine Roller ebenfalls auf eine Person zugelassen ist, was ich im Vorfeld zum Beispiel auch nicht wusste. Das heißt, er hat keine Straßenverkehrszulassung für dos Personas. Platztechnisch ist der ganze Roller ganz schön aufgebaut. Man muss dazu sagen, hier befindet sich unten drunter, unter dem Verschluss, was ich euch gleich zeigen werde, befindet sich der Akku. Der Roller ist insgesamt so nebenbei circa, ich glaube, 60 Kilo schwer und der Akku an sich, der rausnehmbar ist, wiegt 8 Kilogramm. So ist er gut rausnehmbar und man kann das Ding überall mitschleppen und auch überall aufladen. Seriengemäß gibt es diese Aufladestation mit dazu, die ihr über eine Steckdose stecken könnt und an den Akku auch eben dran. Das dauert ungefähr 4 bis 5 Stunden, dann ist der Akku normalerweise vollständig aufgeladen und ihr habt wieder 100% Akku am Start. Verbrauch, wie man damit sieht, ist ungefähr, es schafft realistischerweise ca. 60 Kilometer. Das würde ich auch so als Wertnorm nehmen. Das packt er tatsächlich, je nachdem, ob ihr eben viel auf dem Berg oder eben bergauf oder bergab fahrt oder je nach Straßenverkehr. Aber für die Stadtfahrt an sich ist es wirklich eine sehr gute Variante, die ich auf jeden Fall jedem empfehlen kann, weil das Ding einfach ultra viel Spaß macht. Ich zeige euch einmal hier kurz, wie das mit dem Akku hier aussieht. Hier eingebaut ist der Lithium-Akku, den Neo eben auch verbaut, und die ganze Technik von dem Roller ist von Bosch und ist wirklich sehr, sehr hochwertig. Das sieht man bei dem Roller auch schon die ganze Zeit, wenn man ihn irgendwie betrachtet oder auch anfasst. Der Akku an sich ist gut abnehmbar. Hier könnt ihr ihn abstöpseln und könnt ihn einfach nach oben rausziehen. Mitnehmen ins Büro oder auch zu Hause, rausnehmen, laden und Ende im Gelände. An die allgemeinen Ansteckstationen, die es für Autos gibt, geht das Ding jedoch nicht, sondern es hat nur einen normalen Steckdosenanschluss. Platztechnisch muss man sagen, ist es natürlich echt ein Problem, weil das hier, dieses kleine Kästchen hier, ist ja mehr oder weniger alles, was ihr bei diesem Roller hier habt. Mehr gibt es nicht. Dieses Case, was ich hier hinten noch mit drauf habe, das könnt ihr euch zusätzlich dazu kaufen und kostet ungefähr 200 Euro. Und da habt ihr ein bisschen Ladefläche und könnt auch einige Sachen im Endeffekt mitnehmen. Ausgestattet ist er jedes Mal mit Licht. Das geht automatisch an während der Fahrt, wenn ihr automatisch den Roller anmacht, dann geht das Licht auch sofort an und so ist es immer sicher für den ganzen Straßenverkehr eben auch geeignet. Ich zeige mal kurz das Display, wie das Ganze aussieht. Das Display ist sehr schön übersichtlich insgesamt. Man sieht den Akkustand, wie er quasi ist. Man hat zwei verschiedene Fahrstufen, Mode 1 und Mode 2, die über diesen kleinen Schalter hier regulierbar sind. Im 1er-Modus ist es ungefähr so, dass ihr euch das wie ein Mofa vorstellen könnt. Also noch nicht besonders schnell, aber für die Anfahrt und gerade für die Fahranfänger ist das sehr, sehr gut geeignet. Im 2. Modus ist das Ganze schon wirklich zügig und es hat einen richtig schönen Drehmoment von unten raus. Das heißt, an der Ampel beim Anfahren auf jeden Fall schießt ihr auf jeden Fall alle anderen weg und das macht auch wirklich, wirklich Spaß. Das Licht habt ihr ebenfalls hier. Sehr schön ist auch der Blinker, der sich automatisch ausstellt, rechts und links. Und wenn ihr ihn ausstellen wollt, drückt ihr einmal in die Mitte, dann hört es auf zu blinken, genau wie die kleine Hupe. Und auch sehr, sehr nützlich ist ein kleiner Regulator, an dem ihr die Geschwindigkeit feststellen könnt. Das heißt, wenn ihr einmal auf diesen Knopf drauf drückt, hält der Roller dann auch die Geschwindigkeit und ihr müsst nicht die ganze Zeit im Straßenverkehr aufs Gas drücken, damit der Roller die Geschwindigkeit auch beihält. Super ist auch die App, die es dazu gibt. Auf der App könnt ihr jederzeit abfragen, wie weit der Roller gefahren ist, wie eure Fahrstrecke im Endeffekt war, wie viel er verbraucht hat, wie viel ihr übrig habt und so weiter und so fort. Also muss ganz ehrlich sagen, dass die App, die sie dazu gemacht haben, auch Weltklasse ist. Zudem ist es auch ein Diebstahlschutz, das heißt, es meldet euch, sobald euer Roller bewegt wird, der Roller quasi woanders hinfährt oder zum Beispiel auch, wo der Roller überhaupt hingefahren ist. Das seht ihr im Endeffekt alles. Also summa summarum, kurzes, knappes Statement. Ihr müsst bitte auch weiterhin schauen. Und guckt meinen YouTube-Kanal weiter an. Wenn ihr Fragen haben solltet, dann sagt mir das. Ich beantworte euch das sehr, sehr gerne jederzeit wieder. Und ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefällt und wenn ich bald wieder was von euch höre. Also bis bald und macht's gut.